Zusammenanalyse lädt dazu ein, über den Tellerrand hinaus zu gucken, über den kirchlichen Tellerrand. Die demografischen Herausforderungen hier in Neuenburg, kommunal, sind genauso fordernd wie für kirchliche Kontexte. Und die Sozialraumanalyse im kirchlichen Kontext befähigt einen dann auch, gemeinwesenorientierter Player zu sein. Dass Schrumpfen auch Freude bereiten kann. Und dass mit einem sehr gezielten Blick auf die Zielgruppen und auf die Menschen, die wir dann auch künftig noch haben, wir als Kirche keine Angst haben brauchen. Dass viele im kirchlichen Kontext die Angst verlieren vor der demografischen Herausforderung und vor dem demografischen Wandel. Demografischer Wandel wird häufig defizitär gesehen. Zurückgehende Zahlen bei den Kindern und Jugendlichen, sprich Entjüngung. Wir haben eine demografische Mobilität bei den jungen Erwachsenen und wir haben eine älter werdende Gesellschaft. Und der charmante Vorteil von einer Sozialraumanalyse und auch von so einem Prozess ist, sich darauf einzulassen und die Chancen zu sehen. Die größten Aha-Momente waren sicherlich zum einen, dass 60 Menschen sich in diesem Prozess 2013 bis heute eingebracht haben, in einer Kontinuität. Partizipation gelebt haben hier im Kirchenbezirk. Und als weiteren Aha-Effekt, dass sich der Kirchenbezirk auch auf Experimente eingelassen hat. Sei es das Hearing, sprich wo kommunale Vertreter ihre Sicht auf Kirche im Zeichen des demografischen Wandels der Synode und dem Kirchenbezirk mit auf den Weg gegeben haben, dass solche Formate erprobt wurden und dieser Prozess auch ein Ermöglichungs- und ein Erprobungsraum gewesen ist. Dann würde ich der Landeskirche Württemberg empfehlen, die Vielzahl an Daten, die wir selber vorhalten im kirchlichen Meldewesen und auch mit anderen Erhebungen, dass wir die zusammen mit den Daten, die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt werden, nutzbar machen. Nutzbar machen, so dass sie operationalisierbar, praktikabel anwendbar sind für Kirchenbezirke und nicht immer ein Berater 4 Jahre regelmäßig anreisen muss, sondern dass Kirchenbezirke befähigt werden, diese Daten auch für sich zu nutzen. Ein Beispiel, sowohl in der Arbeitsgruppe Jugend, Familie, Bildung, wie auch in der Arbeitsgruppe Alter, tauchte das Ehrenamt als zentrale Schlüsselkategorie auf. Beide Arbeitsgruppen haben dafür plädiert, die Ehrenamtlichen besser zu fördern und besser zu begleiten. Warum dann nicht auf einer Distriktebene, auf einer Ebene zwischen Kirchengemeinde und Bezirk, Ehrenamtsbeauftragte installieren? Diesen Blick kriegt man erst, wenn man zusammendenkt und wenn man die Herausforderungen auch zusammensieht, dass Ehrenamt in dem Fall für unterschiedliche Handlungsfelder eine zentrale Herausforderung darstellt. Sie brauchen Offenheit, sie brauchen Leitungspersonen, die so einen Prozess auch ergebnisoffen führen können, die auch delegieren können. Und sie brauchen eine gehörige Portion Gottvertrauen.